langsamer als ihr, wie unschwer zu erkennen. Aber ansonsten kriegen wir es, glaube ich, gut hin. Aber langsam ist gut. Wir sind nicht auf der Flucht. Wir haben ja auch Sonntag, gell? Ja. Also wir gehen jetzt erst ein Stückchen da hoch und dann fängt es im Wald erst an. Wir müssen halt einfach erstmal hinkommen. Gell? Wolltest du es nicht nehmen? Oh! Das ist für dich! Ah, merci vielmals! Du suchst ein schnelles Auto hier? Nein, ich habe ja den Rucksack. Also, wir gehen jetzt heute in den Wald, gehen Kräutchen anschauen und pflanzen. Mit der Johanna! Ja, und eben, sie zeigt uns ganz viel. Da könnten wir ein Fünfgang-Menü oder so etwas kochen. Das ist jetzt gerade mega hoch aufgegangen. Und wir sind hier recht in Truppe zusammen heute. Mit Hund. Es geht gerade weiter hoch auf. Nicht, dann könnt ihr stehen lassen. Nur das Ernten, was ihr selber als ungiftig bestimmen könnt. Nicht irgendwie so, ja, vielleicht könnte es das sein. Bitte ganz sicher sein. Gell? Zur Not heimnehmen und nochmal nachschlagen. Ihr seht jetzt hier zum Beispiel, das ist die erste Wildpflanze, ist der Klee da unten. Hat es nicht so krass viel an dem Ort, es gibt im Wald noch ganz viel mehr. Das ist einfach der erste Ort, wo ich es zeige. Dann einfach an so einem Platz nicht zu viel ernten, sondern einfach weiterschauen, ob ihr im Wald noch irgendwie Plätze seht und dann was mitnehmen. Wenn ihr ihn dann kennt, könnt ihr sammeln, aber halt an den Ort angepasst, nicht alles abgrasen. Das ist allgemein so. Macht ihr im Garten ja normalerweise auch nicht, es sei denn, verpflanzt neu. Ja, genau. Vor allem, wenn es um Wurzeln und Zwiebeln geht, die Pflanze wächst da draus. Das heißt, wenn man ein Blatt nimmt, gut, dann kommt ein neues Blatt. Wenn man Wurzeln und Zwiebeln nimmt, dann ist die Pflanze... Die haben dann auch Blüten, die sieht man jetzt hier noch nicht, vielleicht sehen wir es woanders noch. Die sind weiß und geschmacklich ist der eigentlich so ein bisschen sauer, säuerlich, eben wegen der Oxalsäure. Und das macht ihn recht erfrischend beim Wandern, wenn man gerade irgendwie nichts trinken mag oder nichts zu trinken dabei hat. Ja, es ist so. Da muss man ein bisschen Geduld haben. Normalerweise sammelt man den, macht so Büschelchen, hängt die so auf. Und dann zwei, drei Tage später kann man es in die Bohle hängen oder in Wein oder wo auch immer. Oder in Saft und dahinter ein Gelee draus machen. Kann man auch aussetzen. Also man kann ihn essen. Genau, er ist giftig aus Waldsauerklee und das ist Waldmeister. Genau. Dann kann man schauen, weil da sieht man die Blüte. Da sieht man die Blüte. Genau. Ich habe ja auch deutsche Zuschauer. Ja. Also man kann normal eigentlich alles. Hier ist unser Outdoor-Profi. Ja, mit Bushcraft. Du bist so eine Dobe, du bist es. Hunger hat, geht alles. Ja, genau. Das ist ja pur. Eben. Man könnte sie auch trocknen und pulverisieren und so. Also da kann man sich ein paar Tricks einfallen lassen oder so ein bisschen wie Sauerkraut einlegen. Dann ist das leicht, alles ein bisschen leichter bekömmlich, aber muss man wissen, ob man sich die Mühe macht. So. Danke, danke. Nicht los, die Sonne auf. Ich will jetzt schon so eine Ziegelrote gesehen. Da liegt da Samen, wo auch so viel. Dann seht ihr das und könnt auch vergleichen. Waldsauerklee hat es da auch noch zwischendrin. Also, wie gesagt, wer was mitnehmen will, der das vielleicht gar keine schlechte Stelle. Können wir auch Pflanzen am Leben aufholen? Ja. Mein Gott, jetzt gerade das Beihüpfen. Wie heißt die Pflanze? Er hat uns gefragt, ob beide am gleichen Ort vorkommen. Aber die zweite, wie heißt die? Komm schon, da. Dann ist wahrscheinlich das, was ich gerade zeigen will. Nein, wir haben nochmal eine andere. Wir haben andere. Mhm. Das alle da sind, kann ich ja mal wissen. Wieder in Quark, in Salat. Geht eigentlich alles. Erhitzen sollte man sie vielleicht nicht. Ich glaube, das schmeckt sie nicht mehr so toll. Aber alles, was kalt und frisch ist, ist das sehr dankbar dafür. Genau. Und man hat sie, also ich glaube, der lateinische Name ist Nasturtium. Offiziell ist aber keine Ahnung. Nasturtium heißt so viel wie nasenreizend. Das ist so scharf. Bestimmungsmerkmal ist immer, ich guck mir mal die Blätter unten an. Das ist eigentlich immer so also heller als oben, ein bisschen silbrig. Und natürlich, sobald der Geruch, einfach mal
Das ist unverkennbar Bärlauch. Maiglöckchen sind da einfach nur so ein bisschen fester vom Blatt. Und sobald die Blüten kommen, ist natürlich, also ganz klar, die kann man nämlich auch essen. Normalerweise wären sie jetzt noch ein bisschen mehr geschlossen, also so wie hier wären sie jetzt ideal. Kann man super einlegen, die kapern entweder in Öl oder in Essig, manchmal auch in Salzwasser, aber das finde ich nicht so toll. Genau. Wenn man die ein paar Tage ziehen lässt, 2-3 Wochen, je nach Geschmack, kann man die. Jetzt wird's Action. Ja. Ich wundere mich, wie viel was runterfliegen. Hat er keine Falle gemacht? Nein, ich warte auf zwei bestimmte. Schauen wir nur etwas vom normalen Waldweg umsehen. Ja, also kein Weg. Also. Der Lars hier, unser Herd, läuft jetzt hier durch die Brennnessel durch. Einfach nur, um sich zu quälen, gell? Und zwar barfuß. Ich schaue jetzt. Ich habe Running Archery gemacht. Das macht das gegen. Es gibt verschiedene Arten. Es gibt die großen und die kleinen. Die sehen einfach auch wieder ein bisschen unterschiedlich aus. Das können die große sein, die kleine haben wirklich schmälere Blätter, auch einen ganz zarten Stiel. Also dünn, sagen wir dünn, nicht zart, der kann auch ziemlich hart sein. Die Brennnessel ist eigentlich so eins von den gängigsten Wildgemüsearten. Kennt man auch sicher Brennnesselspinat, Brennnesselsalat manchmal vielleicht auch. Man kann auch Pesto draus machen, ist aber nicht jedermanns Geschmack. Und die ist eigentlich also, sagen wir so vom Wert, so eins von den wertvollsten Wildkräutern, wenn man einfach viel davon nehmen kann, ohne dass es irgendwie einem was macht oder dass es einem schlecht wird oder so. Und weil sie so, weil sie wirklich viele tolle Inhaltsstoffe hat. Ich lese sie jetzt mal vor, das kann ich mir nämlich nicht alles merken. Sie enthält unter anderem auch Fett, das würde man gar nicht denken, aber es ist vor allem in den Samen drin. Also nicht krass viel, aber Vitamin E, Schleimstoffe und nochmal Provitamin A eben auch in den Samen. Also die Brennnessel kann man eben nicht nur gekocht essen, sondern auch roh. Das wissen viele, also klar, Smoothie ist klar, da wird sowieso alles zerhäckselt. Aber wenn man beim Pflücken, wenn man die so von unten nimmt. Genau, das habe ich mir auch gefragt. Genau. Eigentlich blöde Vögel. Die Härchen, die haben eine Säure. Und wenn du quasi an das Härchen kommst, dann bricht es ab und die Säure geht auf die Haut. Oder manchmal auch in die Haut, je nachdem, ob das Härchen drin steckt. Mhm. Ja, also ist ihre Ding. Genau. Und die Säure ist aber eigentlich so ein bisschen Mengen. Befüllende Sachen noch. Hast du jetzt eins abgenommen? Ja. Hat sie brennt? Nein, die ist jetzt noch nicht. Und jetzt hast du es falsch in der Hand. Warum? Und ich gehe vom Spitz her. Von unten her. Also schau, so rum kannst du streichen. Okay. Genau. Okay. Hier. Mhm. Das heißt, im Idealfall pflückt ihr so, dass ihr so macht. So. Dann wächst die da weiter. Gell? Wenn man es irgendwo in der Mitte abreißt oder nur die Blätter außen hat, die Pflanze nicht viel davon. Und so ist, also wenn man mit aufmerksamen Augen spazieren geht und so ein Brennnesselfeld sieht und oben lauter so Brennnesseln, die sich wieder verzweigen, denkt man, okay, da war jemand sammeln. Weil jeder halt von oben dann so abzwickt. Genau. Und durch ihre ganzen tollen Inhaltsstoffe wirkt sie halt natürlich blutreinigend, entgiftend, harntreibend, gegen Rheuma, gegen Gicht. Soll auch Diabetes vorbeugen können. Ohne Brennen. Druck senken. Ja, etwas. Ja, im Fingerdutzel. Kann man also wirklich gebrauchen. Aber es ist aushaltbar, genau. Aber die blühen jetzt nicht gelb, oder? Die blühen. Spitzwegerichte, den erkläre ich gleich noch. Bloß, dass ihr wisst, einmal breit, einmal spitz. Genau. Gut. Der ist ziemlich trittfest, drum, also dem ist total egal, wenn man fünfmal drüber latscht. Das macht ihm gar nichts, drum wächst er auch wirklich viel auf Wegen. Und es gibt so einen Witz, oder einen Witz, eigentlich sowas. Da sagt man, wenn man das abbricht. Nein, breitwegerig. Okay, also spitzwegerig auch Atemerkrankungen, Harnwegserkrankungen, eben durch antibakteriell desinfizieren, zusammenziehen, also das mitgewunden, Bienenstiche, auch für
Der Breitwegerich und der Spitzwegerich. Und der Renatewegerich. Ich hätte erst mal überlegen müssen. Überlegen müssen. Pflanzen holen sich das Zeug schon wieder zurück. Wenn sie bei dir kommt, dann heisst das wahrscheinlich, dass du sie brauchst. Okay. Ich habe sie jetzt aber ausgerissen und vorgerührt. Hättest du einen Salat tun können? Ja, mach es nächstes Mal. Kommt sicher wieder. Was ist da? Die Gundelrebe? Nein. Wie heisst die? Das ist die Zaunwicke. Zaun? Zaunwicke. Zaunwicke. Ja, im Teich habe ich noch mehr. Wicke, genau. Wir haben ein Foto, einmal live. Ja. Gut. Das ist der Ehrenpreis. Aber es gibt noch so einen Nüppelnamen. Katzenauge. Genau. Den kann man essen, ja. Was hat der für eine Wirkung? Der hat überwuchert wie ein Riese. Also man hat den früher, man nennt den auch aller Welt heil. Man hat den früher sogar gegen die Pest verwendet. Also es ist auch wieder Stoffwechsel anregen, gegen Giftstoffe ausscheiden. Du brauchst du den jetzt, wenn ja, er bei dir Fall, wächst. Wenn er so zu mir kommt, irgendwie selten, aus dem Land, dann kommen wir ja zu dir. Wenn du die ist auch zusammenziehen, die Blutungen, eigentlich auch bei, also für Frauen ganz gut, wegen der Periode oder auch vor und nach der Geburt. Schafgarbe. Mhm. Schmeckt auch fein, eigentlich auch, wenn sie jung ist. Ein Kräuterquark auch kann man auch im Käse damit reintun. Mhm, ja. Ich muss heute nichts mehr essen. Also damit ja. Man damit, glaube ich, ciao Indira. Jetzt habe ich den Namen gewusst. Tendenz zu der. Der ein oder andere mitverfolgt, so in den letzten vielleicht 10, 20 Jahren, ist der auch in der Medizin wieder mehr in Vordergrund gekommen. Ja, Kosmetik. Genau, und eben auch innerlich, weil der so viel auch Phytoöstrogene wieder hat und auch bei Wechseljahrsbeschwerden helfen soll. Echt? Ja. Vorbeugend und nachsorgend. So fetten Boden haben, der hat es auch gern trocken. Der ist in Hofka. Der ist in Hofka. Genau. Ist ja gut getan. Hopfenklee. Der hat auch wieder die Kumarine, die auch für so ein bisschen so einen heuartigen Geschmack verantwortlich sind. Den kann man auch gut trocknen auch und dann als Gewürz verwenden. Blätter wegmachen. Oder auch wieder einen Tee machen. Hopfenklee. Genau. Oder du das Bier machen. Ich weiß nicht, ob man den für die. Und der schmeckt wirklich fein. Also gerade die geschlossenen Blüten ist also. Ist so ganz sämig im Mund. Boxbrat. Was? Bart. Diesen Boxbart, genau. Ich weiß nicht, er ist bei dir auch. Also der echte Salbei hat ähnliche Blüten. Der Klappertopf noch, falls es jemand was sagt. Was heißt noch ein Lippenblütler? Bin mir gerade gar nicht sicher. Ich glaube die Wicke sogar. Aber das sind immer die oben so einen Schnabel haben. Und der Rest ist auch so ein bisschen, je nachdem wie alt, kann man es natürlich essen, aber es ist manchmal eben auch ein bisschen zäh. Dann eher vielleicht als Kochgemüse. Die Margrite. Genau. Die kleinen essen. Könnte man einkaufen, kann die so richtig so fett sind. Ja. Genau, ja, die sind verwandt. Also ich meine, dass man die sogar auch essen könnte. Ich habe das noch nicht ausprobiert. Doch, kann man. Und auch wieder so Bitter- und Schleimstoffe, die eigentlich auch beruhigend sind. Man kann es dementsprechend auch wieder nehmen zur Behandlung von Hauterkrankungen, also vor allem innerlich, weil es auch reinigend wirkt. Gegen Leberprobleme, zu Stoffwechselanregungen, so frühjahrsmäßig als Kur auch. Oder auch wenn man mag, das ganze Jahr über. Blättlich kann man auch nehmen. Kann man alles. Kann man auch, wenn man es erkennt, wenn es noch nicht blüht, kann man auch die ganze Blätter nehmen. So ein bisschen die Welt danach. Ja. Aber auch wenn Blüte kommt, dann noch essen. Ja. Es gibt eine Öffnungsmaschine, so eine Klasse. Das Gänseblümchen. Das ist Schaboxkraut. Ja? Schaboxkraut. Ja, genau. Das sehen wir nachher auch noch. Der Alkaloidgehalt. Das ist jetzt der Bart nochmal. Genau, der Wiesenboxbart. Jetzt kann ich den Bart geben. Genau, da sieht man es einfach. Das sieht schon so ein bisschen aus wie Ziegenbart. Das andere ist aber mit der Mauer drin. Das andere Geile ist mit der Mauer.
Genau, das ist der Hahnenfuß. Nee, würde ich nicht essen. Der Hahnenfuß und der Wiesenbockskraut. Wiesenbocksbart. Wiesenbocksbart. Denk an deinen Bart. Ja. Das ist und die Ziege. So, jetzt gehen wir wieder in die Kühle. Du magst noch. Ja, jetzt haben wir schon ganz viele Kräutchen kennen. Die Johanna macht das tipptopp. Die Leute fragen fleissig, sind interessiert. Ich habe schon bald für eine Woche gegessen. Die leben immer noch, bin auch nicht vergiftet. Yvonne, passt es dir all? Tipptopp, alles gut. Zufrieden und so. Ich weiss vor allem, wie viel drüber. Ja. Hast du gar nicht alles merken? Nein, darum musst du die Broschüre kaufen. Es ist aber fast egal, so von der Wirkung, welche Nesselarten, also welche Taubnesselarten ihr nehmt. Die anderen haben wir vielleicht hier. Es gibt welche, die haben so lila Blüten. Es gibt welche, die haben weiße Blüten. Es gibt auch welche, die haben gefleckte Blätter. Genau, also die sind so dunkelgrün, weiß gefleckt. Die kann man auch komplett essen. Tee draus machen, komplett essen. Die Blüten sind natürlich etwas süßer wieder. Sind auch gut für Deko, für den Quark und so, auch für Süßspeisen sogar. Und sie ist eigentlich auch antibakteriell, schleimschützend, schleimhautschützend, aber auch gegen Atemwegsbeschwerden, gegen Harnwegsbeschwerden. Man soll auch, wenn man Tee draus macht, die Zehen reinhängt oder die Finger gegen die Nagelbettentzündung, soll es auch helfen. Genau. Da war eine Spinne drin. Genau. Das habe ich noch aufgeschrieben. Die Goldnessel. Genau. Knoblauchsrauke. Genau. Vielleicht findet man sie noch irgendwo in ganz klein. Geissfuss. Das habe ich schon gehört. Das ist ein Geissfuss, brauchst du zum Verstellen. Der hat noch einen Stiel. Wir müssen noch einen Stiel filmen. Darum hast du gedacht. Nein, das ist für mich ein Brechen. Und man sieht natürlich auch den Unterschied zwischen den etwas älteren Blättern hier und den jüngeren hier. Also es gibt so ein paar Spezialisten, die essen nur die ganz Jungen, so weil sie die feiner finden. Mir ist das wurscht. Also wenn ich okay. Brunnenkresse. Brunnenkresse. Genau. Und das? Labkraut. Labkraut. Gut. Die schmeckt richtig gut. Labkraut. Und das? Knoblauch. Knoblauch? Knoblauch, Rauke? Rauke, glaube ich, ja. Auch kannst du auch essen. Ja. Oh, hoi. Oh, guten Tag. Guten Tag. Ja, jetzt mit der meistens gefilmt. Ja. Ja, ja, ist schon gut. Okay. Nein, das ist der Waldziest. Was ist das? Ja, der Waldziest. Da habe ich nämlich auch gedacht, Taubnessel. Aber das ist tatsächlich ein anderer. Der hat nämlich einen vierkantigen Stängel. Genau. Und behaart ist der. Und zwar, da kann man aber auch essen. Den kann man auch essen, aber er riecht streng. Also wenn, ich kann ihn ja jetzt mal durchgeben, der riecht wirklich ein bisschen streng. Aber man kann ihn doch essen, der Geschmack ist nicht so schlimm. Wie heißt es? Waldziest. Waldziest. Genau. Aber ohne Haar. Also nicht wie Ziehen. Wie heißt das andere, wo gleich aus? Sind doch verbunden mit dem Militär. Aber die hat, also die hat gelbe oder weiße Blüten oder so bunte Blüten, sag ich so. Und sie stinkt nicht so. Findest du? Also ich finde, das stinkt. Aber es ist beim Essen echt nicht so schön. Ich habe nicht gewusst. Ich habe so diesen Trigeminusschmerz. So eine Neuralgie, da kann der auch helfen. Also wahrscheinlich, ich würde jetzt innerlich und äußerlich gleichzeitig sagen, als Tee oder als Umschlag äußerlich und als Tee oder als Frischpflanze innerlich. Also in dem Fall auch schmerzhemmend. Ja. Gut.
Ach ja, und genau, zur Wundreinigung, das kann ich mir einfach nicht alles merken, zur Wundreinigung und soll die Vernarbung fördern. Also wenn man eine Wunde hat, irgendwie nicht gescheit zuheilt, ein Tee aber dann. Also nicht das ganze Kraut, weil das Zeug sollte nicht in die Wunde kommen, aber halt der Auszug. Der nach Verwesung riecht. Das ist der Salomonsiegel, der ist giftig. Ah, danke. Wir haben es überlegt. Und Spiegel geschrieben und alle haben es abgeschrieben. Da hängt jetzt irgendwie dran. Das sind Blüten, die kriege ich noch Blüten. Giftig. Ja, Salomonsiegel. Und wir merken, dass er also giftig ist. Du jetzt ist noch stirbt er oder er geht mir langsam zu Elend, oder? Ich vermute, dass der Leber schädigend ist. Oh. Das sind so die Sachen, wo dann halt einfach der ganze Abbauprozess im Körper nicht mehr funktioniert. Die Leber ist ja wirklich das ganz zentrale Stoffwechselorgan. Und dann, aber es ist eine Vermutung. Das müssen wir jetzt nochmal nachgucken. Salomonsiegel. Ich habe bei einem nicht grau, sondern, ja, ich finde immer, es ist so ein bisschen fast wie eine kleine Seerose, finde ich immer. Unten drunter ist heller, oben drunter ist dunkler und die Form ist eigentlich wirklich so wie so ein Herz, die Blätter. Das ist eins von den ersten Frühjahrskräutern und hat ganz viel Vitamin C. Hier blüht es noch nicht, hier kann man es nur gut nehmen, aber wenn es jetzt blüht, kriegst du gelbe Blüten, sehen ein bisschen aus wie Sumpfdotterblumen oder so oder wie Hahnenfuß. Sollte man es eigentlich nicht mehr nehmen oder vielleicht bloß nur zwei Blättchen oder so, eben wegen dem Alkaloidgehalt. Genau. Können die auf der Wiese wachsen? Genau, eigentlich überall. Also bei mir ist es jetzt ein bisschen dunkler, ist das möglich? Ja. Das ist jetzt hier vom Licht her, oder? Genau, hier kriegt es weniger Licht. Da werden die Blättchen ein bisschen größer, aber nicht so dunkel. Und machen gelbe Blüten. Genau, genau. Es kriegt dann auch so Knöllchen, so kleine Scharboxkraut. Die kann man essen. Genau. Die enthalten Stärke. Die kann man auch essen. Und das waren auch die, wo, ich glaube, da soll der Saft soll gegen Beigrasen auch helfen. Fürs Skorbut. Und weil es eben viel Vitamin C enthält und dann im Frühjahr nach einem langen Winter halt so das erste schon mal auftanken kann damit, war quasi Scharboxkraut. Also man hat ja viele Kräuter auch danach benannt, wofür sie helfen oder wogegen sie helfen, wofür sie sind. So wie das Lohenkraut zum Beispiel. Genau. Jetzt hat es noch keine Blüten, aber es kriegt ganz lustige Blüten, eigentlich auch weiß. Aber die sehen wie so ein bisschen gedreht aus. Also die wachsen wie in so einem kleinen Türmchen. Das wächst eigentlich immer da, wo es feucht ist, am Bachrand, ein bisschen schattig auch manchmal, nicht immer. Und das hat einfach einen ganz besonderen Geschmack. Also wenn man das irgendwie in Smoothie mit reintut, so schmeckt es ein bisschen vanillig. Marzipan. Ach, das ist auch, ja. Das da ist alles. Mädesüß. Genau. Eine Version, woher der Name kommt, ist das, dass wenn man das mäht, und ein bisschen liegen lässt, ähnlich wie Waldmeister, fängt an süßlich zu riechen. Genau, und haut einen dann nicht um, aber ein Weißen. Genau. Und das riecht einfach total fein. Man kann die Blümchen auch in die Bohle hängen und ein bisschen ziehen lassen. Also schmeckt gut. Oh, muss so. Da ist sicher noch das Kältegrab. Nur hat es nie jemand interessiert. Ja, das ist mir auch schön. Grabhügel. Da hinten sind die Russen gewesen. Also Kasaken, die Russen General. Und die haben die Dietike gegen den Napoleon gekämpft. Also ja. NWO 200 Jahre alt. Die Russen gegen NWO. Und wir haben uns Kasakenhaufeisen. Heute oben. Ja. Ja, und die sind gefeiert worden, die Russen, von der wettigen Bevölkerung. Und nicht Franzosen, die sind verrasst. Ja. Dann leider gewonnen die Dietike den Suwarow, hat sollen helfen. Der ist aber im Gotthard stecken geblieben. Ja. Da sind sie über das Muttertal auf Klarus. Ja. Aber ich hoffe, ja, du hörst es gern. Und zwischen am liebsten ist der Martin. Die ist schon mal die. Ja, genau, so muss ich es verstecken wahrscheinlich. Ja, das also Johanna, merci vielmals, gell? Gerne. Das ist so ein Ding, müssen wir auch noch kaufen. Aber ich tue jetzt hier aufhören mit dem Filmen. Es war interessant und merci, super. Gerne, hat mir Freude gemacht. Ja. Wer noch ein Skript haben möchte, genau. Wer einfach 5 Franken nichts drucken und hat ganz viel Arbeit gemacht. Ein Skript kaufe ich auch.